Was bedeutet eigentlich direkt proportional und wie sieht eine Tabelle bzw. Wertetabelle dazu eigentlich aus? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Ja, direkt proportional oder auch einfach kurz proportional bedeutet Folgendes. Wir haben einen Wert, den verdoppeln wir und deshalb müssen wir einen zweiten Wert auch verdoppeln. Ich mache das gleich mit einem Beispiel da drüben. Also, ich verdoppel den einen Wert, also den x-Wert, dann verdoppel ich auch den y-Wert. Oder ich verdreifache den x-Wert, also mal 3, dann verdreifache ich auch den y-Wert. Das bedeutet direkt proportional oder einfach kurz proportional. Machen wir das Ganze mal an einem Beispiel. Wir haben Tickets und die haben einen Preis. 5 Tickets kosten 15 Euro. Jetzt wollen wir allerdings nicht 5 Tickets, sondern 10 Tickets. Also muss ich nicht 15 Euro bezahlen, sondern 30 Euro. Mal die Farbe hier. 30 Euro. Warum? Ich habe die Anzahl der Tickets verdoppelt, mal 2. Also muss ich auch den Preis verdoppeln. Mal 2. Oder machen wir das Ganze mal weiter. Wir wollen nicht 5 Tickets, sondern 15 Tickets, also das Dreifache, mal 3. Dann müssen wir auch den Preis verdreifachen. Also nicht 15 Euro, sondern das Dreifache, 45 Euro. Das hier war jetzt direkt proportional mit Tabelle bzw. Wertetabelle. Wenn dich das ganze Thema noch mehr interessiert, also Proportionalität, Antiproportionalität oder auch Dreisatz, dann schau hier mal in die Endcard rein, dort werde ich noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.